We hang out and then you get bored. And you leave me here like I'm your landlord. You come back and say I'm sorry, boo. And I know you never mean it. Hey Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mal wieder ein What I Eat in a Day, allerdings als eine Also, ich jetzt blöd. Egal, auf jeden Fall vor einem Shooting. Boah, ich denke wahrscheinlich auch, ich bin so blond. Ja, weil nächste Woche fliegen Henry und ich nach Mallorca, auch aus geschäftlichen Gründen. Und wir machen natürlich auch Fotos, besonders Strandfotos. Und ja, natürlich will ich dann definiert auf den Fotos aussehen, nicht mit einem Blähbauch oder so. Ich habe schon oft gehabt, dass ich dann einen Blähbauch hatte und es dann einfach nicht so cool aussah. Finde ich auch nicht schlimm, ich zeige auch in meinen Stories auf meinen Blähbauch, aber auf Fotos natürlich will ich ja auch gerne, dass man die Muskeln sieht, weil ich meine, ich trainiere ja auch dafür. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch mal, wie ich dann vor so einem Shooting esse. Meistens zum Erhalt oder halt ein bisschen im Defizit. Aber auch, ich gucke halt einfach, dass ich Sachen esse, die mich nicht so aufblähen lassen. Und viele haben immer gesagt, warum mein Bauch so flach aussieht, auch abends teilweise noch. Und das liegt daran, dass ich oft so auf Sachen verzichte, wie dann Kohl zum Beispiel oder Erbsen. Weil die lassen mich so aufblähen, weil ich esse oft teilweise echt so 300-400 Gramm Weißkohl auf einen Schlag. Und danach habe ich wirklich Verdauungsprobleme. Das muss ich halt vor dem Shooting jetzt nicht unbedingt machen. Und zum Beispiel, ich esse abends auch immer oft so eine riesige Salatbowl, nur für mich. Und andere würden da mit 4 Personen auskommen. Und natürlich habe ich dann einen aufgeblähten Bauch bzw. ein Foodbaby. Ich meine, das Essen muss ja auch irgendwo hin, das kann nicht einfach weggehen. Aber am Morgen danach ist es meistens gut, außer ich habe einfach zu viel gegessen. Und ja, deswegen zeige ich euch mal, wie ich mich dann ernähre und was ich dann auch oft mache, teilweise auch über den Tag, wenn ich ja weiß, dass das Shooting irgendwie mehrere Stunden geht, dann trinke ich oft eher nur Säfte und dann hebe ich mir die Kalorien noch eher wieder für abends auf, dass ich dann wieder wirklich reinhauen kann. Und was ich dann oft mache, ist zum Beispiel so eine Ein-Tages-Saft-Kur. Und Foodist kennt ihr ja auch. Ich habe ja mal die 3-Tages-Saft-Kur ausprobiert. Die haben auch eine Ein-Tages-Saft-Kur. Und das ist dann wirklich perfekt für so Tage, wo dann irgendwas ansteht, wo man halt gerne ja, gut aussehen möchte. Und ich zeige es euch mal eben. So, das sind die Säfte auf jeden Fall. Hier sind 500 Milliliter drin, also mehr als bei anderen Saftkuren. Ich habe schon andere ausprobiert und da waren immer so 330 Milliliter drin. Ich muss sagen, man ist damit jetzt auch nicht in einem krassen Defizit, wenn man so viel davon trinkt und von den anderen Sachen. Aber ich blähe davon einfach nicht so auf. Und ich habe auch einen coolen Code in der Infobox, aber ich zeige es euch jetzt nochmal genauer. Und für diejenigen, die es nochmal richtig genau sehen wollen, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. Und ja, vorab wollte ich sagen, nächste Woche ist ja das Shooting. Und auf Instagram habe ich auch gesagt, dass Henry und ich uns jetzt ein bisschen challengen, wer definierter aussieht. Aber ich möchte eigentlich nicht mehr definieren. Ich möchte einfach nur gucken, ob ich noch was rausreißen kann mit mehr Sport. Weil ich bin ja so, dass ich momentan nicht so viel Sport mache, vielleicht so 10 Minuten am Tag, wenn überhaupt, aber eher auf meine Ernährung achte. Und ich werde jetzt trotzdem weiterhin im Erhalt essen, aber mehr Sport machen, zu gucken, wie sich das dann so, ja, auswirkt. Und genau, also, ich zeige es euch mal. So, das sind die Süßen. Mein Favorit ist auf jeden Fall die beiden hier. Die ist das Ananas und flotte Karotte. Kurkuma ist auch sehr lecker. Rote Beete ist nicht so mein Favorit, weil ich Rote Beete nicht so mag. Also ich kann es trinken, aber allein schon das Gefühl danach, und weiß, man ist fit, man hat dem Körper schon Vitamine gegeben, weil so ein Shooting kann halt schon anstrengend sein oder generell andere Sachen. So ist man halt wirklich versorgt mit Kohlenhydraten und ja. Und was ich noch vor so einem Shooting mache, ist zum Beispiel, dass ich nicht so viel Salz auf alles drauf haue, weil ich haue wirklich immer Tonnen Salz überall drauf. Einfach, weil ich Salz liebe und Jodsalz ist halt wichtig für meine Schilddrüse. Aber das mache ich jetzt vor dem Shooting nicht, weil man sonst echt ein paar Wassereinlagerungen kriegt. Und ja, auf jeden Fall kann ich nur die Saftkur mal empfehlen. Also nicht nur, wenn man wirklich jetzt irgendwas anstehen hat, sondern auch, wenn man einfach mal ja, so einen Cut braucht von ungesunder Ernährung. Weil ich mache das meistens immer nach Weihnachten und Silvester, dass ich dann am 1. bis zum 3. Januar die Säfte trinke. Und dann einfach einen Cut zu haben, sozusagen den Körper zu entgiften. Eigentlich geht das nicht, aber einfach das Gefühl zu haben, dass man jetzt einfach mal das Ungesunde hinter sich lässt. Und dann freut man sich auch umso mehr auf gesunde Ernährung und generell wieder was zu essen und weiß es wieder viel mehr zu schätzen. Also dafür sind die Saftkuren halt wirklich super. Ich mache es aber wirklich nur so 1 bis 2 Mal im Jahr. So, das sind die Zutaten. Letztendlich kann man alles reintun. Oft ist bei mir auch Reste essen. Zum Beispiel tue ich noch Mango rein, wenn die schon zu reif ist. Und ja, dann ganz viel Babyspinat und dann für den Proteingehalt Mandelprotein, ungefähr 30 Gramm, weil es wirklich komplett geschmacksneutral ist und ich liebe das. Gibt es bei DM für 8 Euro. Genau. Ganz wichtig für die frische Zitrone. Auf jeden Fall stehe ich hier gerade in meinem Stativ. Damit
filme ich immer die Videos. Aber eigentlich wollte ich was anderes sagen. Und zwar, ja, esse ich morgens immer sehr, sehr gerne das Smoothie Bowl, weil mich das nicht so stoppt, wie, sage ich mal, Brot oder, weiß ich nicht, keine Ahnung, Kartoffel oder keine Ahnung. Deswegen zeige ich euch gleich mal eben, wie mein Bauch, wie er jetzt aussieht und wie er heute Abend aussieht. Weil ich muss sagen, die Gerichte, die ich mir jetzt alle mache, die blähen mich nicht so auf, wie, ich sag mal, Kohl oder Bohnen, Erbsen und so weiter. To feel good. No, I'm not angry. I got better things to do. Tell your friends I will be just fine. Don't need no therapist. There's nothing like, nothing like wine. Sieht so mein Bauch immer morgens aus und dann gucken wir gleich mal, wie es abends aussieht. Und so soll er halt die ganze Zeit bleiben für das Shooting. Dann esse ich sehr oft Salate. Ihr kennt ja bestimmt meine große Salatbowl für diejenigen, die mir auf Instagram folgen. Weil ich finde einfach, dass man Salate so lecker aufpeppen kann, dass es nicht so langweilig ist. Weil viele denken immer, Salat ist so langweilig, aber es kommt halt immer auf die Toppings an. Und ich mache mir jetzt einen Rucola-Salat mit Erdbeeren und Tomaten. Dazu Kürbis aus dem Backofen und Himbeer-Vinaigrette. Und das muss ich euch zeigen. Das gibt es momentan bei Aldi. Einfach, ja, ist wie so ein Proteinriegel, nur als Eis. Ein so ein Ding hat 150 Kalorien, 8 Gramm Eiweiß und es schmeckt so lecker. Besonders Haselnuss, das ist so lecker. Wie diese kleinen Eishörnchen. Wisst ihr, was ich meine? Normalerweise kommen da übrigens noch so schwarze Linsen bei mir rein, Beluga-Linsen, aber bei Linsen ist es so, dass ich die oft halt nicht vertrage und dann voll die Blähungen kriege. Das wäre halt nicht so gut bei so einem Shooting. So, und das ist jetzt mein Abendessen. Ich mache mir Blumenkohlreis. Allerdings mische ich da ein bisschen Langkornreis unter, einfach damit ich ein bisschen noch mehr Reisgeschmack habe. Dazu dann ganz viel Gemüse aus dem Backofen. Ich liebe das, weil ich finde, Gemüse schmeckt gleich ganz anders im Backofen. Fragt mich nicht wieso, wahrscheinlich, weil das Wasser entzogen wird. Mit Zwiebeln, aber nicht zu viel, weil von zu viel Zwiebeln kriege ich auch Bauchschmerzen. Und dann Garnelenspieße. Jetzt abends und jetzt zeige ich euch mal eben meinen Bauch. Also jetzt gerade ist er ein bisschen aufgebläht, aber letztendlich, wenn ich anspanne, ist er trotzdem immer noch flach. Aber morgen früh hat sich das dann. Aber bei mir ist es teilweise so, wenn er bis wirklich richtig aufgebläht wäre, dann hätte ich morgen früh immer noch Spaß dran. Auf jeden Fall trinke ich jetzt noch einen Smoothie und dann gehe ich ins Bett. So, eine Saft hat jetzt 48 Kalorien auf 100 und das sind 500 Milliliter. Deswegen bin ich heute perfekt in meinen Erhaltungskalorien. Genau. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass dieses Wortaid euch gefallen hat. Also wie gesagt, zum Erhalt esse ich immer so 1600 Kalorien. Passt doch perfekt. Ich wiege mich dann immer so einmal im Monat. Und ich halte mein Gewicht einfach perfekt. Hat bei mir wirklich lange gedauert, weil ich immer Schwierigkeiten hatte durch meine Schilddrüsenunterfunktion. Die Tabletten wirken bei mir immer noch nicht so ganz, aber ich habe jetzt einfach meine Kalorien gefunden. Natürlich sieht es für andere so aus, dass ich ständig Sport mache, dass ich eigentlich mehr essen kann, aber so ist es nicht. So viel Sport mache ich nicht, vielleicht so 10 Minuten pro Tag oder vielleicht einfach mal zweimal die Woche je eine halbe Stunde. Es ist einfach alles nur durch Ernährung, aber ja, wie gesagt, wir sehen uns.
nothing more to say. Let's just waste away one more time.